Sag mal, Steve. Ja. Hamburg-Leipzig, wie weit ist denn das? So 400 Kilometer. Wieso braucht man da 9 Stunden mit einem e-tron? Weiß ich nicht. Ja, das ist ja Schwachsinn, wa? Stefan? Hm? Leipzig? Leipzig. Steve. Stefan. So, was haben wir vor? Ja, der Autor Thomas Senn dieses wunderschönen Hochglanzmagazins hat es ja nicht geschafft, einen e-tron von Hamburg nach Leipzig zu bringen. Doch, 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 er hat es geschafft. Er hat es geschafft? Er hat es geschafft, tatsächlich. Er hat nur 9 Stunden gebraucht. Was für ein Anfänger, oder? Ja, also er hatte sogar einen e-tron 55 dabei. Der hat noch ein bisschen größeren Akku als der kleine hier. Ja, aber Grund genug für eine Tour de Senn, würde ich sagen. Genau. Und wir haben jetzt einen e-tron 50. Es ist jetzt 13 Uhr, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Leipzig und dann genau. Schauen wir mal, wann wir da sind, oder? Und Ziel würde ich sagen, 4,5 Stunden, die Hälfte der Zeit. Deal. Ihr seid dabei. Leipzig. Ich Leipzig mich, ja. Zentrum. Jo, mitten rein bitte. 300 Kilometer bloß. Was? Ich dachte, das sind 400. Tja, Ziel übernehmen, Ziel übernehmen. Muckwe. So, oh. Start. Wir haben derzeit eine Reichweite von 185 Kilometer. Heißt, es Batterieladung reicht nicht aus, ja. Bitte suche uns unterwegs irgendwelche Ziele. So, dann sagt der Ionity, Lüneburger Heide mit 52% ankommen, 26 Minuten laden und Ionity in Wolfsburg 41 Minuten laden mit 14% ankommen. Wolfsburg, können wir Erlkönige jagen. Und Plötzetal West. Nehmen wir, oder? Nehmen wir. Was denkst du denn, Stefan? Ich denke nicht, ich fahre. Überall Baustellen. Pass auf, vielleicht darf ich wahrscheinlich niemand links abbiegen. Deswegen ja. Lässt der Berliner das Dorfkind einfach durch die Stadt gondeln. Audi Presense. Heißt das, ich war zu schnell? Dann heißt sowas zu dicht. Ach so. Wir stehen an unserem ersten Ladestopp jetzt hier. Ionity Lüneburger Heide West. Navi sagt, wir haben jetzt bis zum nächsten Ionity Ladepunkt 165 Kilometer. 174 sind drin im Akku. Genau. Dann würde ich doch mal sagen, fahren wir weiter, oder? Ja. 10 Kilometer Luft reicht aus der Erfahrung heraus. Na, aber das ist aus der Erfahrung heraus. Würdest du doch, wenn du als unbedarfter Fahrer bist, würdest du sagen, wenn er mir anzeigt, 174... Stimmt, ich habe gar keine Erfahrung. Ich fahre das erste Mal E-Auto. Wenn er dir sagt, 174 Kilometer und 165 sind, na, dann muss er das doch wohl packen, oder? Yep. So, nach ein paar Kilometern unterwegs haben wir uns gesagt, schauen wir uns mal das Walter Magazin oder speziell den Artikel über den e-tron an. Ich habe hier die Printausgabe letzte Woche bestellt und ich habe hier die aktuelle Version online aufgerufen. Wir vergleichen das jetzt mal, weil wir haben so ein paar Hinweise, dass da der Artikel ein bisschen angepasst wurde. Und deshalb machen wir uns den Spaß und gehen es halt einfach mal Absatz für Absatz durch. Weil wir es können. Weil wir es können, genau. Man muss sich das Reisen innerhalb des Kinderschuh-E-Auto-Konzepts folgendermaßen vorstellen. Es ist wie beim Trampen früher. Man weiß zwar, wohin man will, kann aber nicht sagen, wann man da sein wird. Irgendwann halt. Vielleicht sogar auf den Tag genau. Aber eine kleinere Maßeinheit, wie zum Beispiel Stunden, braucht man in seiner Reiseplanung nicht mehr berücksichtigen. Sinnlos. Das muss man erstmal sacken lassen, machen wir gleich weiter. Elektroautos haben eine winzige Zielgruppe, sollen aber flächendeckend ausgerollt werden. Da fängt der Berliner Spaß wie so oft schon an. Ich habe Elektroautos bisher einfach ihrer echten Bestimmung nach genutzt. In der Stadt und minutenweise gemietet. Ich muss mir keine Sorgen machen, unterwegs liegen zu bleiben. Um das Laden kümmert sich der Anbieter perfekt. Und Spaß macht die eindrucksvolle Ampelbeschleunigung auch allemal. Von diesen Erfahrungen und den Weltrettungsparolen deutscher Politiker euphorisiert, dachte ich, jetzt übertragen wir das alles mal in die echte Praxis. Stell dir vor, du hättest ein E-Auto und würdest damit ganz normal fahren, wie sonst auch. Termine, Städte, Länder. Ich bin zwar nicht der SUV-Fan,
Aber um es ein bisschen nachvollziehbarer für den Deutschen zu machen, nehmen wir einfach einen Audi e-tron. Was denkst du denn, wenn der Artikel schon so eingeleitet wird? Ist das ein Artikel, so wie uns gesagt wurde, da wird eher das Navi, das e-tron kritisiert, oder findest du, da wird die E-Mobilität direkt angegangen? Wird so ein bisschen diffamiert, würde ich sagen. Ne? Das heißt, wird auf die Stadt begrenzt. Deutet ja schon an, ja, wahrscheinlich geht der Artikel darauf hinaus, dass die E-Mobilität nichts für Langstrecke ist und so weiter. Also machen wir mal weiter mit dem nächsten Absatz. Der steht übrigens, die ersten zwei Absätze, die stehen exakt so auch online drin. Der Plan war Hamburg-Leipzig. Ab jetzt wird es persönlich. Und ich versuche mal anhand von Beispielen zu erklären, wie man sich die Fahrt in einem aufgrund drohender Strafzahlungen vom Staat für zu hohen CO2-Ausstoß der Flotte mal hektisch auf den Markt geworfenen E-SUV anfühlt. Der Plan war Hamburg-Leipzig, 390 Kilometer, 15 Uhr los, zum Abendessen da. So wie immer halt. Wir können darüber sprechen, ob ein E-SUV mit 2,5 Tonnen Sinn macht. Natürlich. Aber das hat per se nichts mit der E-Mobilität zu tun. Gibt man eine Strecke ins Navi, das e-tron ein, werden auch gleichzeitig die nötigen Ladestopps vorausberechnet und angezeigt. Stimmt, haben wir hier auch so gemacht. Stopps? Ja, Stopps. Zwei will der Audi haben, obwohl er die ganze Nacht an der Ladesäule hing. Zwei, sogar ein weniger als wir. Genau, denn... Klar. Denn der hat ja einen Audi e-tron 55. Wir haben ja nur einen 50er. Ja, der Audi möchte Stopps haben. Stell dir das vor, Herr Senn. Der Audi möchte, so wie jeder normale Mensch auch, hört auf mit diesem blödsinnigen Kindergartengetue und ich kann länger fahren ohne Pause. Das ist nicht gesund für einen selber und nicht gesund für alle Mitmenschen und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Aber 1000 Kilometer am Stück mit anderen bis zu Adria. Klar. So, gut. Zwei Stopps will der Audi haben, obwohl er die ganze Nacht an der Ladesäule hing. Starten wir mit unter 300 Kilometern Reichweite. Angeblich kann er bis zu 400. Naja, weiß jeder, dass diese Angaben beim Benziner oder Diesel genauso hart an der Grenze der Volksverarschung gerechnet sind. Ganz im Ernst, das, was Audi angibt für den e-tron 50, das haben wir hier jedes Mal auf dem Display gehabt. Genau. Und das hat auch. Bis Tempo 140, muss man sagen, klappt das sehr, sehr gut. Genau, dazu kommen wir nämlich später noch. Auch wenn Audi damit wirbt, dass es nicht nur auf die Tesla-Reichweite, sondern auch auf die Ladedauer ankommt. Dass ein Audi schneller als ein Tesla lädt, funktioniert genau an zwei Orten auf der Welt. In der Theorie und auf dem Papier. Die Ladeinfrastruktur spottet weiterhin jedweder Beschreibung. Mit 150 kW kann man den Audi laden. Zwischen Hamburg und Leipzig leider nicht, sagt der Audi. Also, es gibt ein veraltetes Software. Und wir haben uns mit jemandem unterhalten, der einen Audi e-tron besitzt. Hier ist noch die alte Software drauf, die fehlerhafte Software. Und ja, auch dort sucht er einen, die Schnelllader raus. Wir haben es ja gezeigt, ohne Probleme. Er sucht wirklich die 150 kW Lader raus. Aber warum will er zwei Stopps haben? Letztlich ist es mir egal. Er wird es sich überlegt haben. Und ich habe während der sparsamen Fahrt Zeit, das Navi noch ein paar Mal neu zu starten, um zu sehen, ob er mir bei genügsamer Fahrweise auch was anderes anbietet. Vielleicht waren aber auch nur die Wunschsäulen unterwegs besetzt und ich bekomme etwas anderes vorgeschlagen, wenn sie frei sind. Die Säulen haben schließlich GPS-Empfänger. Der Audi ist auch connected. Die werden schon miteinander sprechen. Was ich natürlich als Stadtfahrer nicht wusste, die angegebene Reichweite von sowieso nur 279 Kilometern gilt ausschließlich bei Tempo 120 auf der Autobahn. 124 gehen, wenn man die Heizung ausstellt im Februar, beachtet man beides nicht und überholt womöglich jemanden AD-Reichweite und zwar mit großen Schritten. Und da sind so viele faktische Fehler drin. Ja. Also erstmal,
Die Säulen haben GPS-Empfänger? Nein. Also Ladesäulen bewegen sich. Ja, sind online, aber ich wollte gerade sagen, eine Ladesäule bewegt sich für. Kenne ich jetzt keine Ladesäule, die man einen Spaziergang macht. So, dann die Reichweite von 279 Kilometern. Wir haben jetzt genug Kilometer mit diesem e-tron hier abgespult, um sagen zu können, die angegebene Reichweite haut hin bis 135, 140 km/h. Dann erst darüber wird sie spürbar, also baut sie schneller ab, als man Weg zurücklegt. Richtig? Bis dorthin funktioniert sie ohne Probleme. Das heißt, es ist absolut erstunken von wegen nur 120. Ja? Und dann schreibt er 120. Das ist ja gerade mal 22 km/h schneller als ein Flixbus. Die Sachen kommen auch alle so in dem Online-Artikel vor. Er schreibt dann halt, dass das 120 auf der Autobahn ist für ihn wie 1978 mit einem T3 Saugdiesel Westfalia Campingbus. An der Stelle war für ihn alles besprochen, weil das hat für ihn nichts mit Autofahren zu tun. Laut dem Display käme er am ersten Ladepunkt mit 28% an, heißt Audi laden schnell und für 57 Minuten einmal 30%. Heißt, er kommt mit 28% an und er lädt 30%. Das bedeutet, wir sind bei knapp 60%, ne? Genau. So, Audi laden schnell für 13 Minuten. Könnte man jetzt ausrechnen, mit wie viel kW er da geladen hat. Da hätte man erneut stutzig werden können. Ist er aber nicht. Also auch Herr Senn ist, schreibt selber, man hätte stutzig werden können. Ist er aber nicht. Er ist nicht stutzig geworden, dass das Auto nur bis 60% geladen hat. Und über Nacht nicht voll war. Genau, also fährt er weiter zum nächsten Audi-Laden schnell, was da im Navi steht. Und 57 Minuten, um dann nur 136 Kilometer weiter schon wieder laden zu müssen. Da ist nichts schnell, nur Audi und Laden. Vielleicht hätte man mal gucken sollen, wie viel kW hat denn die Ladesäule. Ja? Ja, Elektromobilität ist anders als Benzin und Diesel. Sie ist aber nicht komplizierter per se, nee, sondern sie ist einfach nur anders. Ich genau. muss mich darauf einlassen. Ich muss bereit sein, mich damit auseinanderzusetzen. Und jeder Autojournalist, der weiß, wie er das Infotainment zu bedienen hat, der weiß, wo die Launch Control angeht, der weiß, wie er das Fahrwerk verstellt, wie er das Multifunktionslenkrad bedient oder wie er, was ich nicht, die verschiedensten Mechanismen benutzt, um die Sitze umzuklappen, wo er bei den einzelnen Herstellern vielleicht die Öffnung der Tankklappe findet, die bei jedem ja auch anders ist. Ja? Und das finden sie alle ohne Probleme. Aber man kann sich nicht darauf einstellen, dass es vielleicht unterschiedliche Geschwindigkeiten von Ladesäulen gibt. Der Mann hat offensichtlich noch nicht verstanden, dass es einen Unterschied gibt, ob ich mein Handy mit einem, ich sag mal, mit einem 21 Watt Stecker oder mit einem 4 Watt Stecker lade. Ganz im Ernst? Ich glaube, das weißt du wirklich nicht. Der wundert sich, dass es mit dem einen schneller geht, mit dem anderen weniger schnell. Ja, er war sicherlich frustriert, aber man muss halt eben sagen, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich kann doch nicht einfach nur ein Auto nehmen, wo ich sage, ah, das kann mit bis zu 150 kW laden und suche mir dann irgendwelche Ladesäulen raus, die es halt eben nicht können. Genau. Wenn das Navi das nicht rausgesucht hat, dann wäre mein Gedankengang gewesen, ich gucke mal, was da vielleicht für Einstellungen hinterlegt sind. Ja. Ob da vielleicht irgendwo etwas hinterlegt ist, dass das Navi nur 50 kW Lader anzeigt, dass die großen gar nicht aktiviert sind. Oder vielleicht habe ich nur nach DC, nicht nach HPC geguckt. Ja, auch das machen wir. Ne, das kannst du auch eingeben. Du kannst nach HPC suchen, also ultraschnell. Und vielleicht sollte man sich da mal Gedanken machen, ob man noch den richtigen Job im 21. Jahrhundert hat, wenn man nicht in der Lage ist, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen. Und auf der Route gibt es mehr
als genug HPCs. Ja, selbst für einen e-tron 50, der deutlich weniger Reichweite hat als ein 55er. Und man sieht es hier schon. Hier hat er ein Foto abgebildet, ja? Und man sieht es hier in dem Foto, in der Printausgabe, sieht man sogar, da steht Audi, da steht DE Allego 50 kW Audi laden schnell in Leere und dann Plötzetal West 50 kW Audi laden schnell. Da steht doch 50 kW in seinem Display. So geil. Er zeigt auch noch, kann er an, nicht, dass es falsch ist. Ja, kann er nicht lesen? So. Dann beschreibt er Geschichte zu Ende. Muhahahaha. Sie haben ja wirklich. Allein das. Das ist nichts Journalistisches. So einen Aufschrieb. Muhahahaha. Ja. Sie haben ja wirklich keine Ahnung von E-Autos und der katastrophalen Infrastruktur. Boah. Nicht nur, dass es quasi keine Verbreitung der Schnelllader gibt. Es hat natürlich jeder seinen Stecker. Der Audi hat ein eigenes Abteil, voll mit Kabeln und Adaptern. Ja, natürlich hat der vorne einen extra Abteil für Kabel. Ist doch geil, brauche ich die nicht im Kofferraum haben. Nennt man Frunk, Kunstwort aus Front und Trunk. Ja. Und ist in der E-Mobilität sowas von beliebt, dass Autohersteller, die keinen anbieten, zerrissen werden. Genau. Da fragt man wirklich, warum haben die denn keinen da angebaut? Denn den Platz hat man in der E-Mobilität. Ja. So. Und ja, da sind Kabel drin. Da sind Heimlader, da sind Notlader. Du kriegst zu einem Audi e-tron automatisch sowas wie ein kleines, kann man das UMC nennen? Also sowas wie ein Mini-Go-E-Charger, genau. Wo du dann einen CEE 16 Ampere dran hast, du kannst Schuko und du hast das normale Typ 2 Kabel. Das ist, da falls Leute wie der Herr Zen unterwegs sind, nicht irgendwo liegen bleiben. Ich kann in einem tief verborgenen Menüpunkt einsehen, wie lange es dauern würde, bis ich eine vorgewählte Prozentzahl an Ladung erreiche. Ich hielt es am Vorabend während meiner Ladestunden für nettes Infotainment und mal geguckt, wie lange 20%, 50% und 60% dauern würden. Nur, es ist kein Infotainment, sondern fortan dauerhaft so eingestellt, sodass der Audi auch in Zukunft nur 60% lädt. Ja. Fällt dir dazu noch was ein? Manche haben einfach ein bisschen weniger Glück beim Denken. Manche haben tatsächlich wenig Glück beim Denken, wenig bis gar kein Glück. Denn in diesem tief verborgenen Menüpunkt, der heißt Fahrzeug, Laden und Effizienz und dann kommt der Punkt Laden. Und dort steht dann Batteriefüllstand, Fahrzeug laden. Und da sagt man dann Ladeziel. Ja? Ich verstelle das Ladeziel und bin mir nicht bewusst, dass das Fahrzeug dann nur bis dahin lädt. Also er hat, really? Er hat wirklich schon, er hat diesen Menüpunkt gefunden. Also wirklich, wie selten dämlich muss man sein. Da kannst du nicht mehr davon reden, dass da jemand versucht, die E-Mobilität zu torpedieren. Der Mann ist einfach nur dumm. Das, was ich schon mal in Friday Night Live gesagt habe. Das ist einfach nur dämlich, oder? Ja, klar. Und vor allem, nachdem wir jetzt den e-tron gefahren sind, können wir es immer weniger nachvollziehen. Weil das Geile bei e-tron oder bei deutschen Autos ist ja, die nutzen ja auch wirklich das gesamte deutsche Vokabular für ihre Menüs. Ne? Laden und Effizienz. Ladeziel. Das wirst du so detailliert übersetzt nicht bei einem Hyundai finden. Das stimmt. Genau. Ja? Da steht dann Laden. Reichweite. Ja? Also das ist hier ganz anders angegeben. Wer mit dem deutschen Vokabular nicht klarkommt, der sollte sich vielleicht grundsätzlich mal fernhalten von einer Autobahn. So, jetzt kommt aber was viel, viel Interessanteres. Ja. Und zwar, ich wünsche euch, macht euch den Online-Artikel auf, ist hier unten verlinkt. Und dann kommt eben sowas dabei raus.
Michael hat dann übers Handy einen Schnelllader ermittelt und zack, den Audi in 30 Minuten vollgeladen. Es gibt sie also, die seltenen Momente des Glücks und Hoffnung für Audi. Zum nicht elektrischen Teil des e-tron sei noch gesagt, wundervolle Verarbeitung und wahnsinnig leise. Man kann sich weinen hören. Ja, aber wer jetzt diesen Online-Artikel kennt, dem wird aufgefallen sein, da fehlt doch was. Wie die Geschichte mit einem Tesla ausgegangen wäre, es wäre ein Fahrbericht geworden. Denn ein Tesla fährt einfach von Hamburg nach Leipzig ohne Audi-Laden schnell. Zum nicht elektrischen Teil des e-tron sei noch gesagt, wundervolle Verarbeitung und wahnsinnig leise. Man kann sich weinen hören. Und das, ja, wo kommt denn das mit dem Tesla jetzt her, Steve? Keine Ahnung, wo das mit dem Tesla herkommt. Offensichtlich hat der Herr Senn auch gesehen, dass einige Leute das eher so als Kritik am e-tron-Navi sehen, oder er hat ziemlich Bashing bekommen und wollte nicht so dastehen, als wenn er die Mobilität der Zukunft, und das ist die E-Mobilität, ob man will oder nicht, ja, das einfach ist, es wird nur noch der Übergang ein bisschen verzögert, aber nicht verhindert. Ne? Das stimmt. So, und offensichtlich hat er da vielleicht Feuer bekommen und gesagt, du kannst so nicht über die E-Mobilität schreiben, und hat nochmal so einen relativierenden Absatz hineingemacht, wie die Geschichte mit einem Tesla ausgegangen wäre. Es wäre ein Fahrbericht geworden, denn ein Tesla fährt einfach von Hamburg nach Leipzig. Und ich zeig's euch. Der kommt nämlich direkt nach und Hoffnung für Audi. Und Hoffnung für Audi. Und danach kommt zum nicht elektrischen Teil. Das ist nicht in der Printausgabe mit drin. Und deshalb ist sie so wertvoll. Und deshalb verschenken wir sie an einen ganz besonderen Menschen. Ja. Signiert. So dass er sagen kann, er hat da etwas, was wirklich, wirklich selten ist. Denn, Herr Senn, so macht man keinen Journalismus. Fehler passieren, Fehler gehen. Aber grundsätzlich auch bei einem Navi sei immer gesagt, das Navi kann nur so gut sein, wie der, der es bedient. Ja, servus miteinander. Wir haben es geschafft. Es ist ungefähr, ohne Vergleich, 18:45 Uhr. Das heißt, wir haben irgendwie jetzt so 5,5 Stunden gebraucht, bevor man ganz klar sagen muss. Eine halbe Stunde kannst du locker abziehen, weil wir echt viel gequatscht haben, länger geladen oder länger gestanden haben, als wir es hätten müssen. Ja. Ne? Und wir haben Hohen Wasleben doch länger gegessen. Ey. Der Audi war vollgeladen, 100%. Da waren wir mit dem Essen noch nicht fertig. Und wer eine Ladekurve kennt, der weiß, das war echt einfach viel zu lange. Ja. Und wir müssen sagen, wir sind am Museumshafen Övelgönne losgefahren und sind jetzt hier in Paunsdorf, Leipzig. Das ist Leipzig Ost. Also einmal ein bisschen durch Hamburg gegondelt, einmal quer durch Leipzig und wir sind wirklich mitten durch die Stadt gefahren. Und da kannst du sicherlich auch noch mal mindestens 20 Minuten abziehen. Also in Summe kannst du sagen, die Tour ist selbst mit dem Elektroauto 4,5 Stunden machbar. Ja. Damit halb so lange, wie Dr. Senn benötigt hat. Genau. Ja, und selbst wenn es jetzt 5 Stunden gewesen wären, also ich glaube, 9 Stunden braucht man mit einem Audi e-tron definitiv nicht. Nö. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Hotel, uns frisch machen. Du musst ein bisschen pipi. Oh ja, ich glaube, ich muss pinkeln. Bis dann. Kanalabo, Daumen genau. Hoch. Nicht vergessen. Einchecken. Mit der E-Mobilität, das ist so einfach, hör mal. Pass mal auf, guck mal, machst du hier auf, ja? Nimmst du hier den Rüssel und dann geht das einfach rein. Und das ist das denn? Was ist denn das? Ich sehe jetzt hier neue E10. Ach, das ist das neue H2. Was ist H2? Das ist irgendwie hier so flüssig und so. Ich glaube, das ist Flüssigstrom. Sagen wir Flüssigstrom. Das soll aber nicht so gut sein. Das setzt sich nicht durch.